Staates als Würdigung seines zum Wohle der Stadt Emden fortdauernden Wirkens das Recht des Ehrenbürgers der Stadt Emden zu verleihen. Unterschrieben von mir und mit ganz herzlichen Dank für alles Geleistete, für alles Gute. Ja, mein Glückwunsch zu dieser Verleihung. Oh ja, wir haben das ja, genau. Ja, sehr, sehr sparsam. Das ist tatsächlich das 1902, das hier ist. Ehrenbürgerauto, bitte. Herr Ehrenbürger. Was bedeutet dieses Ausweis? Ich weiß es noch nicht, es ist für mich noch so neu und ich bin mir doch gar nicht über die Privilegien bewusst, die diese Ehrenbürgerschaft mit sich bringt, aber lasse ich alles auf mich zukommen. Vielleicht wird man hier unter eingeladen zu einem Tee, dann kriegen wir einen lecker Keks und recht auf den ersten Keks, habe ich gesagt, ja, das stelle ich mir so vor, aber ich weiß es nicht. Ich bin sehr stolz, dass ich über diese Anerkennung und diese Rede war ja vom Bürgermeister, war ja wunderbar, weißt du, das ist ja richtig in die Substanz gegangen, über das Elternhaus, der hat sich ja wahnsinnig gut informiert. Das war schon sehr interessant. Es scheint wirklich eine echte Ehrung zu sein. Und der Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. Wow. Kommen wir zum ersten Keks. Welche Keks magst du denn besonders gerne? Spekulatius. Und spritzgebackenes, hausgemacht. So wie es meine Eltern konnten. Und Neujahrskuchen. Kennst du die? Ne? Neujahrskuchen. Mit dem Neujahrseisen, Waffeleisen. Genau, ja. Mit Anis. Ne? Wow. Ja.